Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute, wie ihr seht, bin ich schon auf dem Weg Richtung Marleys Farm, denn die neuen englischen Vollblüter sind rausgekommen und ich war mir erst nicht so sicher, ob ich mir eins kaufen soll, denn in dem Trailer vor 2 Wochen fand ich die jetzt nicht so berauschend. Ich habe jetzt aber trotzdem nochmal geguckt bei Seb auf dem Kanal und habe auch andere Spieler gefragt, die ein englisches Vollblut sich gekauft haben, ob sie denn einen Unterschied bemerkt haben zwischen dem Trailer und dem, wie sie jetzt geleakt wurden. Und viele meinten ja, dass auf jeden Fall sich nochmal etwas getan hat. Und deswegen habe ich mich jetzt doch dazu entschlossen, mir eins zu kaufen. Leider weiß ich gerade noch gar nicht welches. Oh, hier ist ein Token. Na gut, dann nehmen wir den mal noch mit. Ich bin nämlich, was sowas angeht, sehr faul. Naja, gut. wir haben jetzt hier einmal das weiße englische Vollblut. Oder das Schimmel. Und wir haben hier den Rappen. Die sind halt schon beide sehr süß. Aber ich glaube, also ich habe sehr viele dunkle Pferde in meinem Stall. Deswegen denke ich, werde ich auch wieder ein dunkles nehmen. Aber ich habe leider keinen Namen. Da das Video jetzt sehr spontan aufgenommen wird und ich sowieso immer totale Namensprobleme habe, habe ich jetzt auch irgendwie nicht so wirklich daran gedacht, mir einen Namen zu überlegen. Sollte das jetzt hier zu lange dauern, dann werde ich das einfach skippen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch schon wieder. Und ich habe mir jetzt den Rappen gekauft und habe ihn Rock Dancer genannt. Ich dachte, das würde ziemlich gut passen. Habe eigentlich auch noch kein Pferd, was Rock und oder Dancer heißt. Deswegen dachte ich, nehme ich das einfach mal und ich ziehe ihm jetzt einfach, ich ziehe ihm jetzt einfach mal das an, was ich gerade an hatte, werde aber die Zügel in weiß ändern und dann, hallo, spackt das bei jemandem auch so sehr wie bei mir oder ist das nur bei mir so? Ich dachte erst, das lag an meinem damaligen Kack-Laptop, aber irgendwie scheinbar nicht. Wir nehmen jetzt erstmal übergangsweise das. Oder haben wir noch ein schöneres? Hm. Okay, wir nehmen das. Seht auch, ich habe so ein bisschen eine kleine Ordnung. Habe auch nicht sehr viele Sachen, weil ich immer früher viel verkauft habe, weil ich Yorkshire-Schillinge brauchte, weil ich zu geizig war, meine Starcoins auszugeben. Aber ich glaube, ich ändere noch mal meine Haare. Ja, deswegen habe ich nicht so viele Sachen. Aber ich habe überlegt, mir demnächst mal ein paar Sachen zu kaufen. Passt das dazu? Kann man das machen? Bin mir unsicher. Also ich habe überlegt, bald ein Video zu machen, wo ich mir vielleicht wirklich nur Klamotten kaufe. Also jetzt nicht so wie andere, die so dann, ich kaufe mir von 10.000 Starcoins 10 oder 11 Pferde, sondern ich habe halt überlegt, dass ich vielleicht ein Kleidungsvideo darüber mache. Vielleicht auch für mein Pferd, nicht nur für mich. Aber da schauen wir mal. So, wir gucken uns erstmal die Frisuren an. Da bin ich jetzt nämlich schon ultra gespannt, wie das aussehen wird. So, wir sind jetzt beim Haarstylist und dann schauen wir uns einfach mal die verschiedenen Frisuren an, die es hier zur Auswahl gibt. Wobei, ich finde auch die neue jetzt, beziehungsweise die das englische Vollblut, oh mein Gott, Deutsch ist nicht da, gerade trägt, sind auch total toll. Ich bin ja auch so ein Zöpfchen-Fan. Also jetzt nicht bei allen Pferden, aber ich bin so Zöpfchen-Fan einfach. Zöpfchen sind einfach toll. Weiß nicht, was seid ihr denn so ein Fan? Habt ihr so eher lange Mähen? Habt ihr Zöpfchen? Oder habt ihr immer die Standardfrisuren? Ich lasse dich trotzdem erstmal drin. So, dann gucken wir uns das Ganze jetzt mal an. Ich würde dazu aber sagen, gehen wir an einem Ort, wo jetzt nicht so viele sind. Und dann sehen wir uns einfach gleich wieder. So, ich habe mich jetzt nach Epona begeben zu Duves alter Koppel. Und werde jetzt mit euch nochmal die
ganzen Gangarten durchgehen. Fangen wir mal an beim Schritt. Und ich finde, da sieht es sehr schön aus. Auch diese Öhrchen, wie diese mit Wippen. Ich fand das schon bei dem American Quartern der zweiten Generation. Fand ich das schon total toll. Ich finde das immer so schön. Ups. Jetzt bin ich auch so schnell übersprungen. Der Trab ist natürlich auch ein bisschen sogar elegant, finde ich. Finde den nicht schlecht. Ich habe jetzt aber auf jeden Fall beim Hierherreiten gemerkt, aber das zeige ich euch gleich. Den, sagt man, schnellen Galopp. Tut mir voll leid, ich habe keine Ahnung von dem, wie man das nennt, denn ich reite selber nicht. Und deswegen weiß ich nicht, wie man das alles benennt. Ich weiß, es gibt den Arbeitsgalopp, ich glaube, das ist der gerade. Aber ob das dann der normale Galopp ist, wie der, ist ja jetzt nicht der Endgalopp in der Hinsicht, sondern es ist ja noch irgendwie was dazwischen. Aber den finde ich eigentlich auch sehr gut gelungen. Und auch die Öhrchen wackeln so süß. Oh. Wie gesagt, ich reite nicht. Ich habe von den Begriffen keine Ahnung. Ich denke, ich werde mich in der nächsten Zeit mal informieren, weil das sonst irgendwann echt peinlich wird. Aber nimm es mir jetzt nicht übel, dass ich das nicht weiß. Und vor allem, wenn ich jetzt mich vielleicht doch irgendwie verhaspel oder so, weil das ist mein erstes Video, wo ich meine Stimme weder verschneller oder irgendwie irgendwas draufklatsche, damit man mich nicht hört. Also, ich habe früher schon mal YouTube gemacht und habe ich das einfach verschnellert und ein bisschen verstellt, wenn man meine Stimme einfach nicht erkennt. Und ja, wollte jetzt halt in nächster Zeit ein bisschen mehr damit anfangen und deswegen seid nicht so gemein zu mir und nehmt es mir halt wirklich einfach nicht übel, wenn ich irgendwie gestottert habe oder mich versprochen habe oder wenn ich mal eine Pause gemacht habe, weil ich nicht weiß, was ich sagen sollte. Das wäre total nett. Ich denke, das legt sich auch in der nächsten Zeit. Ja, und hier sehen wir jetzt halt bei dem Galopp. Es sieht halt, ja, also es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist halt auch ungewohnt, finde ich. Einfach. Aber es sieht schon eigentlich schön aus. Dann machen wir jetzt mal einen Stopp. Den machen wir dann gleich nochmal. Den finde ich eigentlich sehr gut gelungen, muss ich sagen. Gucken mal von hier. Ja, den finde ich total toll. Dann gucken wir uns noch den Rückwärtsgang an. Also da kann man eigentlich, finde ich, jetzt nicht meckern. Ich denke, da gab es früher schon Schlimmeres, würde ich behaupten. Und dann schauen wir jetzt einfach mal beim Steigen. Och, wie süß. No, das sieht wirklich total knuffig aus. Also nee, das gefällt mir wirklich total. Können wir auch mal gucken. Wenn wir jetzt, gut, das war jetzt vielleicht nicht die beste Perspektive. Aber es ist halt wirklich schon mega toll. Also hier kann man wirklich nicht meckern. Und vor allem hier, das finde ich total schön. Also bin ich echt baff. Muss ich sagen. Also ich dachte erst so vom Trailer, huch, sah das jetzt nicht so gut aus. Und war schon direkt so, nee, also davon kaufe ich mir keins. Aber ich finde, jetzt haben die nochmal ganz schön was draus gemacht. Und ist natürlich auch sehr positiv geworden. Ja, dann hoffe ich, hat euch mein Video gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Tschüss!